Ich habe ein Competition-Fahrwerk aus dem Jahr 2007 für Bergrennen. Welche Unterschiede gibt es zu heute, beziehungsweise wie groß ist der Performance-Unterschied? Die grundsätzlichen Unterschiede sind, dass wir heute in der Ventiltechnik natürlich viel, viel weiter sind und dementsprechend auch höhere Dämpferkräfte erzeugen können am Stoßdämpfer, hauptsächlich im Druck. Und dadurch können die Federraten reduziert werden und das ist der grundlegende Performance-Zuwachs. Wie lange ist KW schon im Motorsport tätig und was waren die Anfänge? Also wenn man von der absoluten Anfänge ausgeht, vom Motorsport sind es jetzt mittlerweile fast 35 Jahre. Da fuhr der Klaus und der Jürgen von Divinol Cup und haben dann 10 Jahre später sich dazu entschieden, die ersten Teams in der DTC auszurichten. Und da fiel dann auch gleich die Entscheidung, mit auf der anderen Seite vom Motorsport mitzuwirken, nicht mehr selber zu fahren, sondern alle anderen Teams auszustatten. Und das waren die Grundsteine für die Motorsportabteilung. Wie viel kann man mit einem Racing-Dämpfer im Vergleich zur Serie rausholen? Da ist auch schon mal die Frage, was bedeutet eigentlich rausholen? Der Performance-Unterschied zur Straße ist relativ groß, da wir im Rennsport keine Rücksicht auf den Komfort oder sonstiges nehmen müssen, sondern wir konzentrieren uns rein nur auf die Performance und die Verbesserung vom Fahrverhalten. Wie viele Sensoren werden typischerweise während eines Rennens in einem Rennwagen verwendet? Also da sprechen wir in höheren Motorsportklassen, wie beispielsweise LMDH, von 300 bis 400 Sensoren. In niedrigeren Motorsportklassen wie TCR oder Basistourenwagen von 40 bis 50. Die Sensoren betreffen aber nicht nur alles Fahrwerk. Was ist das Besondere an KW-Rennsportdämpfern im Gegensatz zu anderen Herstellern? Also ich würde sagen, das Besondere an unseren Rennsportdämpfern ist, dass die Ventilentwicklung immer auf dem aktuellsten Stand ist. Wir haben Ventile in den Dämpfern verbaut, die quasi seit 4-5 Jahren erst in der Entwicklung sind. Dadurch sind die Ventile besonders kurz. Und dadurch ist auch die Performance wirklich gut. Also ich denke, dass das einfach mit der Aktualität der Systemtechnik zu tun hat. Wie hoch ist die maximale Dämpfungskraft, die man mit einem typischen Satz Dämpfern für Rundstreckenrennen erreichen kann? Ja, also wir sind da bei unseren Verdrängerdämpfern mit dem 35er Verdrängerkolben. Ist das Maximale, was wir erreichen können, 11 kN bei einem halben Meter pro Sekunde. Also 11.000 Newton bei 0,5 Metern pro Sekunde. Wie lang ist im Moment die Lieferzeit für ein KW Racing Fahrwerk? Also die Lieferzeit bei fest angelegten Fahrwerken, die man über einen Online-Shop bestellen kann, beträgt circa 3 bis 4 Wochen. Bei individual gebauten Fahrwerken, wo wir der Anteil an absoluten Spezialteilen gering ist, liegen wir bei 8 Wochen. Und wenn es um ein hochspezialisiertes Fahrwerk geht, liegen wir bei 12, teilweise sogar bei 16 Wochen. Aber bei den ganz lang liefernden Fahrwerken stellt sich bestimmt auch die Frage, wer welche Konkurrenzfirma das alternativ schneller könnte. Was sind die diesjährigen Highlights im Motorsport bei KW? Also das diesjährige Haupthighlight ist bestimmt die 24 Stunden von Le Mans. Wir werden mit unseren Fahrwerken das erste Mal in der Hypercar-Klasse starten und die 24 Stunden von Le Mans in Angriff nehmen. Sowohl bei den Hypercars als auch bei den GT3-Autos. Und dann sind es natürlich die vielen großen GT3-Rennen, die es dieses Jahr in Europa hat, 24 Stunden Spa und 24 Stunden Nürburgring. Für was steht V6 und was kommt nach der V6? Ja, V6 steht für Verstellmöglichkeit sechsfach. Das heißt, wir haben 5 hydraulische Versteller, also wir können in 5 Geschwindigkeitsbereichen verstellen und als sechsten Bereich können wir quasi die Feder rauf und runter stellen. Und im Anschluss, was kommt nach der V6?
Erstmal kommt nach der V6 die V7. Das heißt im Grunde, dass der Blow-off, also quasi die langsam abfallende Druckkraft, jetzt auch im Zug möglich ist, dass man auch im Zug einen Blow-off verbauen können. Und nach der V7 kommt eigentlich nur noch VX. VX steht für mehrfach verstellbare Systeme, die so linear nicht mehr beschreibbar sind. Danke euch für die Fragen. Ich hoffe, ihr habt beim Anschauen genauso viel Spaß, wie wir hier hatten beim Drehen. Und denke, dann gibt es noch eine zweite Runde. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Es ist immer wieder interessant, so zu sehen, was die Community eigentlich beschäftigt. Jetzt schauen wir mal was. Genau.